Bauwerke für die Ewigkeit. Seit 2000 Jahren trotzen diese Hafenanlagen der alten Römer den Gezeiten. Dass die uralten Baustoffe widerstandsfähiger sind als moderne Stahlbetonkonstruktionen, die sich mit der Zeit auflösen, beschäftigt Wissenschaftler schon lange. Nun haben US-Forscher das Geheimnis des antiken Betons gelüftet. Die alten Römer nutzten keinen Zement. Sie kreierten diese sehr anspruchsvollen Materialien aus Vulkangestein, Kalk und Meerwasser. Durch das Wasser kam es zu einer sogenannten pozzolanischen Reaktion, die sehr wirkungsvoll war. Dadurch entstand eine sehr gute zementartige Basis für den Beton. Wir haben gerade erst entdeckt, dass durch diese Materialien im Laufe der Zeit ganz besondere Kristalle wachsen. Und zwar sogenannte Tobermorit-Kristalle. Denn das Meerwasser spült die Vulkanaschen aus dem Betongemisch heraus. In den Hohlräumen entstehen dadurch die Kristalle, die den Uraltbaustoff mit den Jahrzehnten immer härter werden lassen. Die geniale Basis für den perfekten Beton. Aus archäologischer Sicht sind wir nicht ganz sicher, ob die alten Römer sich wirklich bewusst waren, was sie da erfunden hatten, denn ihre Wissenschaft war empirisch und beruhte auf Beobachtungen. Die Experimentiermöglichkeiten waren begrenzt und so verbesserten sie ein Produkt mit der Zeit. Wenn etwas funktionierte, dann taten sie es einfach wieder. Dieses außergewöhnliche Verfahren wurde im Zeitraum zwischen den späten Jahren der Republik und dem Ersten Römischen Reich verbessert. Es wurde perfektioniert und nie mehr verändert. Für Hafenanlagen sollte man das Betonrezept auch heute noch verwenden, meinen die Forscher. Dann könnte man sich auch ständige und teure Reparaturen sparen.